Ihr kommt schon auf den Auftritt, ihr kommt nicht zu meiner Schlägerei. Wir haben alles zersägt, ich schwör, Bruder. Gleich wird in den Rücken reingerammt. Da waren ein paar Verletzungen, wir haben ganz schnell gestoppt. Hey, Notarzt, hey! Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Kaja Rebelovic. Heute auf dem Channel von Agit Kabayel. Die drehen einen Blog für Agit und Agit hat mich darum gebeten, moderiere an, weil Agit, sein Kameramann, kann heute leider nicht am Start sein und deswegen werde ich heute diesen Blog anmoderieren. Ich habe heute zwar Album-Release, ich fahre zu einem Festival, mein Kopf ist voll, aber für meinen Cousin mache ich sehr gerne die Ansage. Ich kann auch demnächst gerne das Sparring übernehmen, ich kann auch für dich kämpfen, Bruder. Was soll ich noch machen? Also, seid am Start, heute geht's ab, schon Geiselwind zum Heroes Festival und wir werden abreißen. Rote Lippen, weißer Wein, ruf mich an, sag komm vorbei, vermissen nur von meinem Körper. Sorry, bist du kein Allein, sag mir nicht, es tut dir leid. So, meine Lieben, da kommen wir zum nächsten Vlog von mir. Ja, heute steht wieder einiges an. Heute sind wir mal nicht im Gym unterwegs. Heute sind wir auf dem Festival. Casey hat heute seine Release-Party. Heute hat er sein Album released. Ich will mal sagen, mal gucken, was der Tag so bringt. Let's go. Wir sind hier irgendwo bei Subway, irgendwo auf einer Raststätte in der Nähe von Würzburg und Frankfurt. Nürnberg ist in der Nähe. Und Casey hat heute, wie gesagt, was ist das? Clubshow? Nicht Clubshow, Festivalauftritt, genau. Mit Jam. Ja, wir wollten ja immer für euch einen Vlog drehen, wie wir mal einen Auftritt dabei sind. Und jetzt soweit. Wenn ihr euch daran erinnert, wir waren ja einmal irgendwo in Österreich in der Nähe gewesen, da hat es ja nicht geklappt. Und dann wieder, komm, nehmen wir das heute einmal für euch mit. Mal abseits vom Training, mal ein bisschen ein paar andere Einblicke von uns. Heute sind wir mit seinem Auto unterwegs. Ja. Hier drinnen darf man essen, hier drinnen darf man trinken, hier darf man was man will machen. Könnt ihr reinkacken. Ich könnte alles machen. In meinem Auto gibt es das zum Beispiel nicht. Das sind die Regeln. Das darf natürlich in einem guten Vlog nicht fehlen, ne? Wir schneiden das auch nicht raus. Guck mal, nur locker für dich. Wir brauchen einen Automaten. 2000. Guck mal, diese Theorie. Du kannst normalerweise beim Hauen, kannst du das nicht mehr schieben machen. Ach, jetzt. Willst du mir erzählen, das war jetzt 600 mein Schlag oder 600-700? Jetzt gehen wir auf zum Festival. Wir haben uns warm gemacht. Jetzt sind wir hier irgendwo auf dem Festivalgelände. So, wir gehen jetzt rein. Hey, wir sind in einer kleinen Gruppe angereist. Es sind wirklich schon wenig Leute, wir sind ungefähr 20 Leute. Ja, ich Der liebe Ami ist auch hier. Morphos. 21 Leute. Der liebe Jawus ist auch am Start. Hey. 23. 24. Komm, du bist auch dabei. 25. Wirklich eine ganz kleine Gruppe. Wir haben diese Gruppe klein gehalten, familiärisch. Du warst ja früher öfter mit Tasso unterwegs. Genau. Vermisst du's? Ich vermisse die Zeit, ja. Auf jeden Fall war eine lustige Zeit früher, aber ich denke, mit dem Alter kommt die Reife, sagt man so schön. Da ist man auch froh, wenn man wieder einfach zu Hause ist. Früher waren wir ungelogen, ne? An einem Wochenende haben wir fast 1500, 2000 Kilometer gemacht, weil wie gesagt, Freitag war mein Auftritt in Hamburg, danach am Samstag der Auftritt in Stuttgart, danach am selben Tag war schon wieder der nächste Auftritt und dann sind wir dann wirklich durch die halbe Weltgeschichte gefahren. Jetzt waren wir lange nicht mehr unterwegs gewesen, wäre wieder schön dabei zu sein, würde ich sagen. Ne? Die würden schon richtig Bock machen, um durch die Gegend zu fahren. Aber Schlüssel steckt nicht. Der bietet mir Alkohol an, wenn wir Schuss haben oder nicht. Only drink water. Für den Sportsman. Was machen mit Alkohol? Allah, only drink water. Only water. Kein Alkohol, Alkohol ist no go. Bioquelle, Limon. Also immer sowas trinken. Das ist gut für den Bizeps und für den Trizeps. So, wir fahren mit dem Auto rüber. Ich glaube, das ist ein bisschen weiter weg. Wir sind jetzt ein Vorbild für alle Musiker. Wasser und Bio-Limone. Wir haben heute Release Day und du spielst ein Festival. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Gleich wird in den Rücken reingerammt. Shake wird heute zum ersten Mal live performen. Wir planen ein Moshpit, aber mal gucken, was möglich ist. Der auf die Jungs heute hier auch passt. Ne? Dass nichts Schlimmes passiert. Mudo ist ein Kindheitsfreund von mir. Hä? Der hat mich früher in meiner Jugendzeit, obwohl ich klein war, der hat nämlich sehr oft geschlagen. Also versuchen wir jetzt noch. Ja?
dafür. Jeden Tag am Boden, tausend Pferde vor der Tür. MVP LeBron, aber nicht mehr Kavalier. Champions League Saison, jetzt wird wieder attackiert. Das war schon voll allein, allein. Hall of Fame, ich bin in der Hall of Fame. Hall of Fame, ich bin in der Hall of Fame. Zeig euch nur mein Pokerface. Volles Portemonnaie. Stopp. Wir wollen Moshpits provozieren, keine Schlägereien. Und wenn es um Schlägereien geht, das lassen wir komplett sein hier, okay? Doch jetzt bin ich bei dir, komm mit mir. Zugabe durch Jolan. Zugabe. Geht auch wieder zum Backstage-Bereich. Wir ruhen uns erstmal aus. Der Auftritt war maximum krass. Wir haben alles zersägt, ich schwör, Bruder. Bruder, hier ich war so lange nicht mehr dabei, das war wirklich Gänsehaut. Ich schwör, die haben alles zersägt. Jawohl, wie hat dir der Auftritt gefallen? Was soll ich sagen? Was sagst du zu dem Moshpit? Bruder, in den Rücken wird gegangen, weißt du? Hast da du? Waren ein paar Verletzungen, wir haben ganz schnell gestoppt. Hey, Notarzt, hey! Wallah, die haben sich gehauen und so. Dachte dir, wir sind in Kerpen oder was? Jemand hat sich verletzt, ne? Ja. Ja, hab ich gerade schon angesprochen. Die haben direkt Break gemacht. Und ich war schockiert, Bruder. Ich so, ey, was geht da? Weil alle machen Break, freuen die sich. Was geht da ab? Und auf einmal hat man das erstmal danach gecheckt. Und ey, die haben sich einfach auf die Köpfe gehauen. Die gingen auf einmal links, rechts, bam, 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 bam. Ihr kommt schon auf den Auftritt. Ihr kommt nicht zu einer Schlägerei. Wenn ihr schon hier hinkommt, benimmt euch. Wenn ihr euch schlagen wollt, kein Problem. Hochkommen, Backstage-Bereich. Wir zeigen euch ein paar Übungen. So, weil ich meine, ihr müsst euch doch nicht vor den Leuten da, weißt du, die Jungs wollen da, manche Leute wollen einfach nur feiern, Party machen, so muss nicht sein, weißt du? Wie war der Auftritt? Ich bin das erste Mal in einem Festival, davor war ich tatsächlich noch nie in einem Festival, heute das erste Mal und ich habe das erste Mal gesehen und ich dachte mir nur, oh mein Gott, das war absolut krank, oh mein Gott, das war krank. Der nicht da war, der hat was verpasst. So, meine Lieben, da kommen wir auch schon zum Ende vom Vlog. Denkt nach, wenn der Vlog euch gefallen hat, gefällt mir drücken, fleißig kommentieren. An alle Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, abonnieren. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Peace, wir sind raus.